wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom christlichen Internet. Wow, cool! Das christliche Internet schützt meine empfindliche Kinderpsyche. Sieh nur, Mama, ich kann mich auf der Dating-App gar nicht anmelden, weil ich schon älter als 11 Jahre bin. Jetzt gehe ich noch auf Instachrist und schaue mir lustige Bilder von Priestern an. Wow, der Typ hat ja ein Vogelnest im Schritt mit einem süßen kleinen Würmchen. Okay, ich bin raus. Ich hoffe, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Was ist das mit dir eigentlich? Ich will das nicht mehr. Wie ist es so weit gekommen? Bitte, lass uns doch einfach diese Show beenden. Ja. Ja, wir wissen, dass du deine meisten Produkte von Kreis Industries über Phasmophobia verkaufst. Wir wissen es, Kreis, aber es muss aufhören. Es muss endlich aufhören. Du verdirbst die Menschheit. Ich wusste nicht mal, wo mein Mauszeiger ist hier, weil es einfach. Das ist da, du wirst hier in so eine Welt geschmissen. Christ, was ist das? Und warum hat der ein Vogel das mit einem Würmchen im Schritt? Was soll das alles? Ich verstehe das nicht. Naja, letzte Woche war Tabernakeltag und da musste man halt. Das ist ja widerlich, also wirklich, dass die Leute das noch unterstützen. Nee, dass die Leute das noch unterstützen. Ja, was heißt unterstützen, ne? Man muss halt... Wie geht denn das an hier? Mein Thermometer funktioniert gar nicht. Funktioniert dein Thermometer? Hast du eins? Ja, natürlich, Geisterthermometer. Oh, hier, 3,3 Grad. Paul Martin, gib uns ein Zeichen. Der spricht ja alles nach, Paul Martin. Also, sonst wird's ja nicht zweimal kommen, wenn du Paul Martin rufst. Der hat eine leichte Doppelzunge mir verpasst, ne? 7,8, 7,2. Hier ist so 3,8 im Flur. Wo bist du? Er spricht mit gespaltener Zunge. Falalalala, falalala. Kennst du das bei dieser Christen-Doku da? Bei dieser Faschisten-Christen-Doku, ey? Und der eine immer falalalala, falalalala. Und der andere, und dann schwitzen die voll und so. Darf ich die App überhaupt verwenden? Ich glaube, der ist älter als 11. Ja, der ist älter als 11. Aber der ist Administrator. Oder dieser eine Typ mit diesem Bam, Bam. Kennst du den? Dieser Pastor, der dann sagt so, ja, und jetzt flüssig dir den Heiligen Geist ein und dann bäm, 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 bäm und der andere fällt so um und fängt so an zu zappeln und liegt so auf dem Boden und falalala, bäm, bäm und Alter. Ich weiß nicht, was du da guckst, aber es klingt irgendwie eher nach Obdachlosenkämpfe. Das ist, ja, auch, aber nee, wirklich, ohne Kack, ey, das muss man sich mal reinziehen. Das hat sicherlich der ein oder andere schon gesehen, das ist ja schon ewig im Internet. Paul Martin! Hey, Paul! Gib uns ein Zeichen! Better call Paul! Wo bist du? Also am kältesten war es unten im Flur. Das, oder obwohl hier ist auch nur 3,6. Paul Martin. Oh, lalalalalalal. Ich habe was gehört, so ein leichtes Lalalal-Echo. Hast du gespült? Nee. Ganz klar, wie soll Paul denn erscheinen? Ja klar, ja. Natürlich, die Kacke lockt ihn an. Das ist Pheromone, Duftstoffe. Ganz natürliches Verhalten von Geistern. Geistercode lockt andere Geister an. Das ist Revier abstecken und so ein Kram. Paul Martin. Der ist hier nirgendwo. Ich glaube, da ist gar kein Geist. Wir wurden wieder verarscht. Oder Keller. Oder es ist so ein Keller-Ghost. Der also durchgesickert. Hätte ich gerade 1 Grad. Hier am blauen Teppich habe ich 1 Grad. -2, hier. Küche wieder. Lutsch mir meinen Teppich. Das ist ein Frostteppich gewesen, der war gerade -2. Also, oh, ich habe einen 3er Teppich. Oh, ist hier der Teppich, ne? Der Teppich ist, glaube ich, irgendwie besessen. Der Rettich ist besessen. Ja, hier, du hast auch einen Teppichmund. Was war das? Paul Martin. Teppich war es nicht, die knatschen nicht. Paul, Paul, wieso machst du immer die Tür zu? Was bist du für ein grausamer Wind, Mensch? Wind? Wind? Der Wind hat dem Pastor wohl hier die Tunika hochgepustet. Dann habe ich sein Vogelnest gesehen. Der Pastor ist total freundlich. Der hat immer ein Würmchen zum Vögelfüttern dabei. Er nennt mich immer seinen kleinen Spatz. Gott, Alter. Du kommst in den Knast, das weißt du, ne? Das ist mit dir nicht in Ordnung, Junge.
Das ist immer dieses, irgendwann du kann man nicht zurück. Du kommst irgendwann ins Gefängnis. Wenn man einmal hier irgendwie beim Dreier mit chinesischen Zwillingen war, dann kommst du dann nicht mehr. Habe ich meine Kamera nicht angemacht da hinten auf dem Brett? Hä? Keine Ahnung. Nee, ich bin einfach nur doof. So, klar habe ich die angemacht. Wo bist du? Close, er redet. Hast du einen Mund? No, er hat keinen Mund. Also haben wir... Willst du Liebe? Frost und Box, ne? Bist du böse? Wir sagen Frost und Box, ja, das wird super cool. Bist du erwachsen? Bist du ein Kind? Nee, er sagt Adult. Gespenst, Mare oder Dämon? Bist du auf der Sexy Christen App angemeldet? Wieso, Moment, so hieß die jetzt aber nicht. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wie sie heißt. Ja, Instachrist. Instachrist ist aber die Bilderplattform, wo man... Oder Christbook. Christbook. Face Christ. Snap Christ. Okay, glaubst du, es ist ein Dämon? Auf youchrist.com, da kriegt man die besten Filme. Ich hab Christflix. Mit The Walking Christ. The Walking Christ, also. Mit Dwayne Christ Johnson in der Hauptrolle bei Christwatch. Christwatch, die christliche Strandwache. Christliche Rettungsschwimmer. Wir glauben an das Meer und an den Heiligen Geist. Rette ihn, Jesus, ich ertrinke, Hilfe. Jesus wird dich retten. Halte durch. Los, Jesus. Fall. Was macht der Mann da? Der Junge muss gerettet werden. Nein, greifen Sie nicht ein. Jesus wird es machen. Wenn Gott will, dass dieser Junge lebt. Oh Gott, Alter. Wir kommen in die Hölle, Alter. Ja, aber ja. Aber ich mein, der Zug ist ja eh abgefahren. Warum also jetzt noch schämen für irgendwas, ne? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er ja Humor und lacht mit. Ich baue sehr stark darauf, ja. Jesus sitzt irgendwo vor so einem Computer. Oder schreibt mir Phasmophobia. Schreib einen Kommentar, bist du dumm? Kiesto, bist du dumm? Mach Jesus, Doppelfolge. Jesus nicht rettet trinkende Kinder. Nur wenn du machen Doppelfolge, dann ich hole Kind aus Wasser. Wenn du machen Doppelfolge, dann... Mach mehr Phasmo, sonst Kind tot. Vielleicht ist ja Jesus so wie hier aus Preacher. Ja, vielleicht. So, was ist los jetzt bei dir? Ey, diese Geisterdinger, das ist ganz neu hier, ne? Guck mal, das sieht so aus, das sah früher ja, nicht so aus. Ja, das sah so nie aus, irgendwie. Das sind alle besessen. Okay, was brauchen wir denn jetzt noch? Geisterkresse. Also Fingerabdrücke hatte ich jetzt nicht gefunden. Das ist nicht gut. Die schwebt. Geil. Ach nee, doch nicht. Naja, wir haben Mund und eine Box. Ja, klar, eine Mundbox, aber was Gespenst ist in der Box? Dämon. Ja, habe ich auch schon gesagt, aber... Ne? Ja, keine Ahnung, wir haben ja nix. Dämon wäre Buch? Schreibt ja nicht. Dämon wäre Dumbatz. Buch, denk, ne? Buch ist immer Dämon. Mare ist... Orb! Also, Orb, Buch oder Fingerprint? Hast du Orb, Buch und Finger? Was passiert? Da steht er! Mit dem Knuppel! Hat einen Knuppel in der Hand! Knuppelboy? Ist der Handding? Nee, ne? Öffne diese Tür! Hallo? Ist da jemand? Hat er was hier? Hat er was angefasst, oder? Ja, weiß ich nicht, deswegen lege ich hier mal so ein paar Stäbchen hin. Ist das schwer zu sehen. Nee, der hat schon alles hier... Ich denke, eine Kuppel hätten wir auch schon gesehen. Können Gespenster in Ding reintreten, in Salz? Weil wir haben keine Salzspur. Weil wir haben auch keine Fingerspur. Echt, was ich meine. Sag mal seinen Namen, vielleicht reagiert er nochmal. Wer heißt der nochmal? Dwayne Johnson? Nee, der heißt Chris Martin. Chris nee, Martin? Paul Martin. Paul Martin. Wo bist du? Bist du hier? Paul Martin. Sag ihm, er soll in Salz treten. Tritt in Salz. Bist du hier? Was hat er gesagt?
Wo bist du? Nichts erkannt. Machen wir hier noch ein bisschen Salz hin. Magst du Vollkornnudeln? Mach den auch nicht aggressiv. Der Nudeltrick funktioniert also nicht immer. Mama, ich mach mal hier noch. Moment, wo haben wir jetzt eine Kamera? Wir haben. Was war das? Irgendwas gemoved? Weiß es nicht. Die Kellertür wurde leicht vibrated. Ich habe einen Auspegler. 3. Er hat hier einen Teller geworfen. 3er Teller. Okay, nee, das geht aber nicht. Das gibt eine Anzeige, ne? Das sag ich dir jetzt schon. Da hinten hat er einen Teller hingeworfen. Tellerwurf. Mhm. Tel Aviv. Als er in Tel Aviv einen Tellerwurf. So, aber wir kriegen ihn nicht. Ist das hier Onion? Kennst du den Onion-Typen? Ist das Onion? Onion. It's a great Onion. This is a big Onion. you have to slice the Onion. Das ist so geil, der Typ. Oh mein Gott, ich bin schon wieder runtergelutscht. Der lutscht, ne? Das ist ein Felucci. Ich werd mir geschrieben, Felucia ist Porno. So, warte mal. Ich nehme noch mehr Kameras. Wir brauchen mehr Kameras. Mein Gefühl sagt mir, wir brauchen mehr. Alter, was haben wir für komische Spitzen? Kannst du die Werte irgendwie auslesen? Kannst du irgendwie. Nee, das ist eine ganz geheime. Das ist geheime. Die, nicht mehr die Boosman Bronson, ne? So ein Kauderwelsch habe ich noch nie gehört. Was sich alles verändert hat. Wir sind einmal ein bisschen weg und. Wie bei Harold und Kumar mit dem Übersetzer. Ich habe schon einige Sprachen in meinem Leben gehört, aber das ist völliges Kauderwelsch. Wir sind Amerikaner! Was ist so? Wir leben hier seit 45 Jahren. Ruhe, Hello Kitty. Ich kann die Kamera nicht einschalten. Jetzt. Und, ist hier irgendwo eine Bubble? Nee. Alter, er hat irgendwie voll den Bewegungsradius. Er hat nämlich auch hier die Kellertür geöffnet. Ich verstehe diesen Dialekt nicht, oder? Aber er tritt nicht in Salz. Wo bist du? Behind. Was willst du? Können wir dir helfen? Haben Sie einen Doktor? Schreibe in das Buch. In koreanischer Literatur der Romantik? Nein, ich schon. Und ich bin beleidigt. Koreanische Literatur der Romantik oder irgendwie so. Alter, hier sind 3er Activities. Entweder er kann nicht schreiben. Er fasst auch nichts an, ne? Da ist er. Ja. Print. Endlich, da ist der Print. Wir haben den Print. Oh. Fick dich. Fuck you, Ghost. Oh. Oh, oh, oh nein. Oh, oh Gott, du hast ihn beleidigt. Er macht die Tür zu. Was geht hier vor? Ich stehe draußen vor der Tür. Ich sehe ihn aber nicht. Da kommt er. Da kommt er, der Keulen-Yogi. Er geht nach oben. Bist du nach oben gegangen? Nein. Okay. Er geht nach oben. Er ist die Treppe raufgegangen. Er holt sein koreanische Liebesromantik-Romane. Das hat er gehört. Oh mein Gott, ich höre ihn. Kommt wieder runter, glaube ich. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist er aber schön hier, ne? Er guckt ja mal schön. Wow, er steht direkt vor mir. Oh! Er steht da. Er schaut mich an. Alter, er hat so ein komisches Predator-Gesicht, Mund-Lippen-Ding. Lass mich da raus. Komm raus, Alter. Er will sonst viel lutschen. Er hat ein Vogelnest. Alter, der wollte mich wirklich. Er hat ein Vogelnest, ne? Du kleinen süßen Würmchen. Boah, was fehlt denn noch? Kruzifix und ein Räucherstäbchen. Soll ich nochmal reinräuchern schnell? Alter, ich bin bei 11. Ich brauche alle Pillen. Dann gehe ich nochmal rein und räuche den. Was? Ich gehe da nicht mehr rein. Ich räuche den jetzt noch aus und nehme noch eine Kamera mit.
Boah, das Horrorhaus, ne? Ja, Mann, Alter. Ich geh da nicht wieder rein. Und? Hab ich geräuchert? Ja, du hast geräuchert. Nimm das! Gut. Na, haben wir noch das Räuchern. Komm, ja. Die 10 Dollar will er sich noch einstecken, ne? Ja, klar, natürlich. In Zeiten wie diesen brauchen wir jeden Penny. So, was war das Fingerabdruck? Das ist ein Gespenst. Was, was? Ich hab noch nicht eingegeben. Was? Gespenst? Oh nein, Gespenst. Geh nach ganz hinten, was ist hier los? Geist Typ. Schnell. Gespenst. Nein, oh Gott, ich hab Mare gemacht. Aber ich war nicht vorbereitet. Toll, jetzt krieg ich 60 Dollar. Ich 90. Alter, 90 Dollar. 90 Dollar. Die werde ich direkt Bitcoins umwandeln. Guck mal, hier eine leichte Tempel Wut. Die Coolen kaufen ja, die Coolen kaufen Dodgies, ne? Ja, aber der hält sich wahrscheinlich nicht. Habe ich auch schon welche gekauft. Ja, aber ich dachte, du bist Elon Musks Berater. Bin ich ja auch. Und ich sag die ganze Zeit, Elon, alte Socke, hau mal ein bisschen auf. Stell mal vor, du kennst den privat so. So, ey, Elon, ich habe heute in... Guck mal, überleg mal, diese Signal-Aktie, von die nichts mit dem Programm Signal zu tun hatte, die ist in die Höhe explodiert. Weil er gesagt hat, ja, nutz doch lieber Signal, weißt du so? Ja. So, ja. Ey, Elon, wie sieht's aus? Ich hab hier heute, weiß ich nicht, Bandai gekauft, ein paar Aktien. Ja, mach ich kein Ding. Schreibt er irgendwie, ja, ich kauf nur noch Ninja Turtles von Bandai. Und dann, ululu, alle auf einmal reich, ey. Ah, schön wär's, wenn ich den Musk ein bisschen manipulieren könnte. Christlon Musk? Der Christlon Mast. Ja, der ist auch auf der Seite. Ich kenne nur Christlon Muscle. Das ist einer der Muskelpriester aus einer Rekrutierungsschule. Wie heißt der George irgendwas? George. George Valentino. George. Stoppert. Nee, wer gib war noch uns mal? Ein Zeichen. Wer war George Stoppert nochmal? Woher kenne ich den Namen? Wo bist du? Davis. George Davis heißt hier, 5er EMF. Direkt mein Gesicht, hat er gesagt. Ey, das ist ein Gin. Ich geb dir einen 5er Ginny. Ginnys zeigen oft meistens direkt ihren 5er. Ich zeig dir mal meinen 5er Gin Hole. Mein 5er Gin Hole. Er hat mir einen 5er Gin Hole direkt in die Fresse gegeben. Zeig mir mal dein Gin Loch. Wo war denn das Gin Loch hier oder was? Wieder direkt Badezimmer? Direkt da im Flur. Nee, direkt im Flur habe ich ein Gin Loch gehabt. Ja, aber im Flur ist ja meistens hier die. Ne, das ist wie wenn man halt geschissen hat. Der Geruch, der zieht halt auch in den Flur. Und das ist. Boah, aber das Ginloch hat mir auch ein bisschen Geistesvitalität geraubt. Ich gerade einen riesen Pickel an der Nase, das ist viel schlimmer, ey. Schön, dass du uns immerhin solche ekelhaften Dinger einreißt. Ich hab's ja gerade nicht leicht, ne, aber das ist echt das Schlimmste, was jetzt noch mir passieren konnte. Komm mal hier in der Kamera hin, die hier so rein flurt. Ja, hier, das Ding dreht ja komplett durch. Das dreht ja komplett durch. Martha! Ich würde mal sagen, was braucht ein Djinn? Braucht der ein Buch? Oder mal einen Koran vielleicht reinlegen? Ich weiß ja nicht. Bibel funktioniert ja bei Djinns nicht. Ist also. Wow! Ey, das ist selbst Timmy. Kann das nicht verkraften, was du manchmal so machst, ne? Ja, ich bin halt böser. Ja, der ist auch hier. Der tutet durchgehend. Der schmeißt die Sachen von der Wand. Guck, da liegt Dreck. Ja, was willst du? Ja, wo bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bist du gefangen in Kreis Industries? Kann ja gar nicht sein. Willst du eine Knusperwaffel? Das kann ich auch nicht mehr kommentieren, weil das ist einfach, das ist Deepfake. Ne? Ist es halt nicht, das ist ja das Traurige, ne? Die Leute haben dein Deepfake längst durchschaut. Das ist ja das Traurige, dass die Leute einfach realisieren, ey, da ist was dran. Du führst einfach so eine Propaganda. Da ist was dran, das Untergrundlabor von Kreis Industries. Ich stell mal noch eine hier hin, damit, falls er da irgendwie unterwegs sein sollte. Ich hab das gegoogelt, gibt's nicht. Es gibt nur Mais Industries zum Beispiel. Ja, das ist auch der Verschlüsselungsname. Der Börsenname von. Ja.
Hast du Lupin hier gesehen? Ja, hab ich gesehen. War eigentlich geil, oder? Ja, war nicht schlecht. Also es war jetzt nicht so mega geil, aber es war schon irgendwie... So in Ordnung, für so ein Wochenende dieses, mal. Ja, eben genau so. Diese Grundidee von dieser Taschenspieler, Gentleman-Gauner, der halt irgendwie das Ding durchschaut und gut manipulieren und verkleiden kann und so, das fand ich cool. Aber das ist Michael Scofield irgendwie cooler. Michael Alter, sind hier viele Patscher. Fingerabdrücke ohne Ende. Echt, Alter? Das ja. Ist also so ein Darkroom-Grabscher oder was? Ja, wirklich. Okay, das heißt... Benji Reverence. Ey, hier ist alles zugetatscht. Und eine Spermaspur am Boden. Reverence, die touchen doch, oder? Die touchen gerne. Und er hat irgendwie in die Spüle geschissen. Braunes Wasser. Reverend und Benji. Was machen, was können die denn? Revenant wäre Geisterbuch und Benji wäre Schweißerfluch. Frost. Also gehe ich davon aus, dass es eher das Buch wird, oder? Weil Frost hätte sich doch eigentlich schon zu erkennen gegeben. Ah, das weiß man nicht so genau. Ja, oder es ist zu kalt zum Schreiben. Das weiß man so nie genau. Wo legen wir das Buch denn hin? Also hier ist Fuß. Hier ist Fuß. Wo hast du ein Buch hingelegt? Da? Dann leg ich es mal hier hin, oder? Ja. So, hier so. Neben dem Gerät. Es piept. Alter, und er zeigt wieder 5 an. Er hat richtig harte Präsenzen. Ja, und wenn du hier mal... Oder das andere Buch vielleicht ins Bad legen? Nimm dir mal... Nee, nimm dir mal das hier und guck mal hier. Siehst du das? Boah, guck mal da, echt. Der hat alles angegrapscht, die Sau. Ja, nimm mal den Leuchter. Ich muss das fotografieren. Da, ein Buch. Die. Nein, Leaf or Die. Deutscher anscheinend. Ist anscheinend ein deutscher Geist. Ey, komm mal her. Leave or Die? Nimm mal hier die Leuchte, die liegt hier unten. Nimm sie. Und leuchte mal den Schrank. Ja, in die Mitte leuchten. Nicht nach oben an die Decke. Was machst du denn da? Ja, so bleibst du stehen. Perfekt. Haben wir alles. Fick dich, Geist. Du kannst mich mal. Fuck you, Ghost. Scheiße. You shithead. Suck my balls. Suck my salty balls. Hey, hallo. Stupid cunt. Denk bitte an den Algorithmus. Okay, Entschuldigung. Oh, ey, jetzt Ranchit holt jetzt wieder einen Übersetzer raus, ey. Und, hat das irgendwas ausgelöst, ihn zu beleidigen? Ja, nee, das kann er ab irgendwie. Es hört den sogar an, glaube ich. Gut, vielleicht, ne? Du weißt, manche mögen das. Einige mögen das. So Dirty Talk passt zu einem Revenant. Bisschen... So, ey, ich mach ein bisschen Party noch. Die hab ich bezahlt, ey. Das schmeckt mir. Ah, nee, ich hab wieder... Der ist, glaube ich, nicht mehr drin, nee. Tja, ich bin voll gesund. Hast du gesehen? Richtig schön viele Pillen reingewirkt. Ja, und wer, wie jeder weiß, ist Pillen immer gesund. Guck mal, wieder nur so einen schmalen 90er. Ja, ne, die Lizenzen, die sind mittlerweile halt auch so weit ausgeprägt, dass jeder eine hat und dann sind gleichzeitig... Ja, klar, der Markt ist voll, jeder eben. Hans Wurst will jetzt irgendwie Geister jagen gehen. Eben, und deswegen sind die Lizenzen einfach nicht mehr so stark, Ich weiß halt nur nicht, warum wir immer Equipment für 5 Personen mitnehmen, ne? Weil man heutzutage großspurig auftreten muss bei den Kunden, dass sie denken, oh, guck dir mal die Kisten an, die reinschleppen. Ich glaube, die machen was Großes. Carlo Wilson. Carlo van Wilson. Das ist doch kein richtiger Name. Oh. Alter, was machst du hier? Glück. Den Geisterboogie? Den Geisterboogie, mein Bild stand gerade still. Mr. Carlo Wilson. Wir können den Geist jetzt nur noch beim Namen nennen mit einer Beleidigung hinterher. Shithead Wilson. Nein, das ist voll gemein. Geistermobbing. Ghost Shaming. Das macht Carlo man nicht. Wilson! Gib uns ein Zeichen! 8,1, 4,4. Wo ist der Fuß? Gib uns ein Zeichen! Carlo Wilson! Ne, ich glaube, hier ist nichts. Es ist zu warm hier. Schwitzbalken. Ja. Carlo Wilson. Gib uns ein Zeichen.
Wo bist du? Zeige dich! Aber weißt du noch, wie am Anfang dieses Spiel unglaublich unheimlich war und jetzt ist es gar nicht mehr unheimlich? Ja, das ist, ich, wie gesagt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Aber damals waren die Geister auch krasser. Aber auch so am Anfang, alleine die erste Tür zu öffnen in diesem Spiel. Und jeder, der dieses Spiel spielt, wird mir, glaube ich, recht geben. Gut, bis auf natürlich klar Onkel Jarek, der hat mit Yusuf zusammen... Onkel Jarek hat Zähne auf Haare. Ne, ja, aber so, ne, dieses erste Mal in diese Haustür gehen und es ist alles dunkel und dieses Geräusch, dieses... weißt du, dieses Rauschen im Hintergrund und... Ne, das war voll krass irgendwie. Ne, und wenn dann hier der Geist kam und so. Und aber irgendwie fand ich die Geister auch viel aggressiver. Guck mal, wie wir am Anfang oft gestorben sind, was da für Action war, weil die Geister uns fertig gemacht haben. Ja, weil dann alle auf Skill gespielt haben und dann ist er immer mehr in die Richtung gegangen, dass die gar nicht so... Manchmal hast du dann noch so einen aggressiven Geist dabei. Aber er hat das halt so eingestellt, dass jetzt wie das Thermometer und so, ist alles nicht mehr so OP, ne? Und aber das ist doch lame. Ich fand's viel geiler, als die Geister noch richtig schön abgedreht sind. War einfach mehr Action. Total Action. Total Action. Total Action. Also ich habe jetzt Carlo Wilson. Ich habe keinen Frostraum gefunden. Was war das? Hast du eben gerade was gemacht? Nur meine Dings gewechselt hier. Nee. Irgendwas hat geklickt oder so, ja, ne? Strom ist aus. Carlo Wilson. Ich check nochmal den Teppich hier. Ne, aber hier ist er auch nicht. Der Glücksteppich. Wo bist du? Aber dann müssen wir mal in den Keller gucken nochmal, oder? Öffne eine Tür. Hier 0,2. Minus 3,9 hier im Flur. Wie im Keller jetzt wieder? Ja, hier. Minus 5,1. Minus 1,7. Du hast auf jeden Fall einen Mund. Okay. Jemand hat dir hier gerade einen harten Mund verpasst. Das ist halt auch so schade geworden, so dass... Also die Geister vom Spawn her und so überraschen die jetzt nicht mehr so. Du hast hier dieses... Entweder ist er hier... Was war das? Weiß ich nicht. Entweder ist er hier im Keller oder in der Küche. Ja, die Spots sind irgendwie auch immer die gleichen. Also er war zum Beispiel noch nie... Ich hatte noch nie einen Geist, der hier in diesem Wohnzimmer zum Beispiel war. Noch nie. Also wir haben schon mal einen Gefriermund verpasst bekommen. Irgendwer wird jetzt schreiben so, ja, Kreis bei Folge 26, bei Minute 7,4. Da hast du gesehen, da war hast Geist. Hast du gesehen, da war Frame, da war Geist. Da war Geist in die Raum, ist bewiesen. Ist bewiesen, du wieder dumm schwätz. Dumm. Schon mal nichts, aber ich nehme mal ein paar Geister-Messgeräte. Den Speakly Spritz 4000G. Oh, ich habe Geister-Messgeräte. Ulalalalö. Ja, klar, natürlich. Ist das weil du auch so immer mehr, weißt du, das Problem ist, du bist immer so mehr vom Fach abgewichen. Während ich halt, du bist immer mehr zum Entertainment hin, während ich immer professionell. Ich bin ja mehr auf der mentalen Spektralationsebene. Nee, du warst schon immer mehr so der Geisterclown, aber ich bin halt so ein Geisterfachmann. Genau. Die Leute gucken das auch nur, weil wir, und hier geht's nur um die Geisterjagd. Das guckt keiner, weil das wir so... Das geht nur um die professionelle Geisterjagd. Naja, natürlich. Der Rest ist natürlich Grimme-Preis, den wir hier veranstalten. Ja, klar. Ja, Schimmelpreis kriegen wir vielleicht mal irgendwann. Es geht in erster Linie für den Zuschauer immer darum, wie hier professionell mit Würde und Respekt an den Verstorbenen. Du musst mal auch überlegen, wir reden ja hier von Menschen, die gestorben sind. Und du machst da Witze. Ja, und dann immer deinen komischen Christenkram, den du da irgendwie reinhaust. Du bist furchtbar. Ich hab noch nie, du kannst alle Videos gucken, ich hab noch nie irgendwelche... Ja, weil du einen unschuldigen Mann dazu zwingst, deine Texte vorzulegen. Und es ist ja wohl bekannt, dass dieser Müll immer nur aus deinem Mund sprudelt. Ja, pff, das ist ja weltweit bekannt. Ich wär ja von der Kreativität gar nicht in der Lage, mir so einen Dreck auszudenken. Ja, genau. Das will ich jetzt auch sagen. Da hätte ich jetzt auch, um mich da aus der Affäre zu ziehen... Bekannt als der große Zombie-Modus-Erfinder. Ich bin dumm. Ja klar, Hallo. Bin ich dumm. Frag mal die Leute. Wir machten die witzigen Ansagen im Internet. Ja, das ist doch Kreis. Ich lese nur vor. Der bietet nur die Plattform. Es ist halt genau umgekehrt. Ich lese halt einfach nur vor. Nein. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wo bist du?
Hier liegt was auf dem Boden. Wo bist du? Was war das? Ihm hat so wupp gemacht. Keine Ahnung, vielleicht der Bass irgendwie. Wo bist du? Er macht oben eine Party, während wir im Keller sind, weißt du? Hat er irgendwie so einen Frostfurz gelassen? Ey, kein Bubbel, bist du ein kein Kind? Bist du ein Kind? Wurdest du ermordet? Bitte zeige dich. Ich habe keine EMF-Werte, nichts hier unten. Ich habe meinen Truck geprüft, ist auch nicht im Truck. Ich dachte, vielleicht geht er in den Truck, ne? So, hey, während die im Keller sind, ich lasse hier einen Furz, dann denken die, ah, 0 Grad, dann bleibe ich dort. Und dann geht er in unseren hier, Truck. Fünferwert. Fünferwert, geil. Frost und Fünfer. Wir haben meinen Frost und deinen Fünferwert. Dann ist es bestimmt ein Gin am Herd, oder? Phantom oder Banshee. Was können die? Phantom oder Banshee. Banshee sagt Fingerabdrücke und Phantom sagt Orb. Also Orb oder Finger. Oder beides, Finger. Im Keller sind Orbs extrem ätzend immer, ne? Ja, die sieht man irgendwie nie. Die existieren vielleicht auch gar nicht. Aber Fingerprints sind auch ätzend. What? Ein kleines Kind rennt auf mich zu. Oh mein Gott. Es hat Daddy gesagt. Papa. Ich bin nicht dein Vater. Ich hatte noch nie Sex. Deswegen unmöglich. Ja, darf man ja mit 17 auch noch nicht. Ja. Und ich wurde auch nie geboren, Beckert. Mir hat nie jemand Samenraub in der Besenkammer angetan. Der Bäckerhecht. Damals wurde ich gebäckert. Ja, das kommt vor, ne? Unten am Bäckerlon. Alright. Bäckerlon. Das hier. Mental hat die mich aber schon ganz schön geschändet, die Alte. Nimm mal ein Buch. Wofür nimmst du ein Buch? Du brauchst nur geht Orb gar oder nicht. Finger. Aber dann nehme ich mit Finger. Du kannst wählen, Orb oder Finger. Komm auf instachris.com. Orb oder Finger auf Instachris. Dann weißt du, dass du in der Kirche bist. Ball oder Finger, such's dir aus. Und wir besuchen dich mit Muskelpriestern bei dir zu Haus. Die ja existieren, ne? Und wieder eingestanden. Da kommt irgendwann kommt so ein Video mit so einem, ne, da ist dann so ein Typ irgendwie, ne, und dann so, wir. Oh! Oh, was ist los? Da war sie! Oh! Ich hab sie atmen gehört hier oben, die Suppenkelle ist besessen. Sie hat mir in die Fresse geatmet. Da sitzt dann so ein Typ hinter der Schattenwand, weißt du? Ich bin schon seit Monaten Muskelpriester. Wir wussten ja nicht, dass es so ausartet. Oh mein Gott. Wo könnten hier Finger sein? Das Alter, ist die Frage. Ist da hinten am Stromkasten und macht da Party. Stromkastenparty. Meinem Gesicht. Setz dich einfach drauf und ich erschreck dich nicht. Hast du Fingerabdrücke? Nein, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo man hier Fingerabdrücke finden soll. In der Fingerabdruck-Freizone. Naja, Lichtschalter. Gibt's ja kein Licht da unten. Mach Licht an, mach's wieder aus. Ja, aber... Hä? Irgendwo wird doch da ein Lichtschalter sein. Nee. Wo ist ein Lichtschalter hier im Keller? Ich sehe keinen. Irgendwo muss einer sein. Das tut er auf jeden Fall. Ah! Ah, da ist das Kind! Oh mein Gott, es ist so unglaublich hässlich! Wo ist es denn? Es ist mit deinem Gesicht. Es stand hier vorne am Ende der Treppe direkt. Da kann auch am Ende der Treppe irgendwas sein. Fingerprintmäßig oder was? Ja, alles. Alles. Ne, also am Ende der Treppe ist nix. Ja, Fingerprint oder Orb? Kannst du mal eine Kamera irgendwie so ja, stellen, dass sie... Ich werde noch mehr Kameras machen. Da ist ein Lichtschalter im Flur. Ey, oben brennt Licht. Die hat oben Licht angemacht. Ich hab unten Licht jetzt angemacht. Wenn mein Gesicht hast du gerade deine Taschenlampe ausgemacht? Ja. Okay. Ich habe jetzt mal hier noch in den Keller eine Lampe rein.
leuchte hier alles aus, Mann. Boah, das ist wieder so ein ätzender Ghost. Schon wieder so ein Wub-Wub. Keine Fingerabdrücke. Ne, keine Prinz, kein Orb. Nix. Wir haben nichts. Ja, nichts. Ja, hier zeigt so in den Flur. Kein Print, kein Orb. Warte mal, was hatten wir? Phantom, ne? Revi. Was war's denn jetzt hier? Phantom oder Benji oder... Ne, Phantom, Benji. Phantatom oder Benji? Phantom senkt den Verstand stark, wenn Sie das Phantom anschauen. Fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär. Ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Schwächen Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv. Naja, wenn ich alleine war, habe ich es gesehen. Du warst alleine, hast es auch gesehen. Ja, ja, stimmt. Nimm mal ein Burrito. Wir verpassen noch eine Hot Pocket, dem Bengel da unten. Okay, es bewegt sich auf jeden Fall. Bewegungsmelder hat eben gerade gedutzt. Keine Ahnung, ey. Das Licht lässt da warten. Licht lässt da an. Okay, dann räucher mal. Ich schau mal hier, ob da was kommt. Nee, ich hab gesagt, du sollst mit räuchern. Ich hab eine Kamera mal reingeholt. Ach so. Ich hab nur noch 49, aber du hast alle Pillen gefressen, Alter. Zeige dich! Wo bist du? Carlo Williams. Zeige dich. Wo bist du? So, ich räuchere jetzt erstmal nur hier den vorderen Flur, oder? Ich würde vorderen Flur und dann hier reingehen halt, weil ich glaube, er ist hier, wo ich stehe. Ja, ja, aber wenn ich jetzt nur den Flur räuchere und es halt nicht aktiviert wird, dann weiß ich, dass er da bei dir drin ist quasi, weißt du? Dann haben wir einen Beweis. Blablabla, wie die Treppe runtergerollt ist, voll geil. Wie diese Schlangen, die man damals immer... Diese Treppenschlangen. Zeige dich! Christliche Treppenschlange. Was willst du? Hier vorne ist seine Touch Magugu Area. Hat aber funktioniert, die Flurräucherung. Flurräuchern hat geklappt. Wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Alter, ich... Keine Ahnung, das kann wieder... Keller ist so ätzend. Keller ist so verdammt ätzend. Weil du hier keine Fingerabdrücke kriegst. Nix. Die Spur ist trocken. Ist irgendwo eine Bubbel da unten? Nee, ich hab schon geguckt. Keine Flurbubbel. Los, wir müssen uns festlegen jetzt. Wir müssen jetzt entscheiden. Was wäre Fingerabdruck? Fingerabdruck wäre... Moment... Banshee, glaube ich, ne? Er hat uns sich einzeln gezeigt. Ja. Aber ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Ha. Warte, Banshee...
Okay, und der andere, was war der andere? Gespenst, Phantom, ne? Ja. Okay, als du es angeschaut hast, ist da dein Verstand stark runter? Ich hab's ja angeschaut. Ja, ich sag, es ist eine Benji. Mein Gefühl sagt mir eine Benji. Ich nehm die Benji. Ich hab auch einen Benji drin. Okay, komm, wir ziehen's durch. Über 30% Lizenz. Tja. Ist es ein Bungee? Oder ist es kein Bungee? Und? Ja, 60 Bungee. 60 Bungee-Dollar. Die ganze Arbeit für 60 Dollar. Mann, ey. Also unsere Verdienste sind schwach geworden. Sehr schwach. Ja, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Nun gut, denn. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung da lassen und... Tschüss!